Leute, jetzt wollte ich eigentlich heute mal sagen, was ich so als Miethund eigentlich habe. So. So ist das. Mein Messer, mein Feuerstil. Von der Firma Helle, aus Alden, das wisst ihr. Ich habe schon oft noch erwähnt. Eben die neue Wasserflasche von der Albine. Mein Rucksack, Aquabag, das ist der Notfallschlafsack, sind vorgestellt worden, und da habe ich noch 20 Meter Saal drin. Außen habe ich noch Barrelcoat eben, zwei paar Karabiner. So, die Pfannen nehme ich meistens mit. Das ist zum Essen mitgekommen. Taschele, das Auto abschütteln, Salz, Pfeffer, Essig, Öl, Gabel, Messer. Mal zu braucht. Habe ich mit, dachte immer noch eine Rettungsdecke. Ganz wichtig, Erste-Hilfe-Kit. Da habe ich eigentlich alles drin, was man so braucht. Ja, wenn es aufgeht. Also da habe ich drin Pflasterlein, da habe ich drin Kohletabletten, dann ein Dixer halt. Mullbinden, Basebinden, Wundauflag. Also eigentlich, was ich noch drin habe, ist ein Wundspray zum Desinfizieren, und da bildet so eine leichte Haut drüber. Das war halt mein erste Hilfe-Kit, was ich noch mit an allem. Mal als Taschele irgendwie drin. Feuerstein und drin. Barcode. Dann ja nochmal so Zundermaterial drin. Falls ich mal gar nichts finde. Salz, Pfeffer wieder. Dann habe ich die Handschick drin. Stirnlampen, Notfalllicht. Ja, Dope. Das war jetzt das gewesen. So, das ist die Stelle. So, ja, wieder sagen wollte. Und am Rucksack komme ich. Also, schon wild aus, aber. Eine Notpfeife. Kompass, ein freier Stil dazu. Das ist schon fertig. Und das ist ein wasserdichtes Sackerl. Da habe ich eigentlich mein, also zum Feuer machen alles rein. Seifenkonzentrat ist natürlich abbaubar, da muss ich ja waschen irgendwo. Dann habt ihr schon gesehen, mein Aspik-Kocher,
Das ist echt super, man denkt, kann man echt alles kochen, wenn man Feier machen kann. Dann kann man den hernehmen. So, Kienspan. Und da drin. Also, ja, nochmal Kienspan. Jetzt wisst ihr, ich bin ein Kienspan-Fan. Dann haben wir da einen. Ich werde es nicht glauben, Barocoff. Nehmen wir mit rein. Eine Kerze. Und nochmal ein Feuerstiel. Und eine Taschele. Zum Feuerschlagen. Das ist ein Feuerstein. Mal Eisen. Jackalot rein. Birkenrinde, also alles mögliche zum Material. So, ja, das ist eigentlich das, was ich eigentlich immer bei mir habe. Jetzt kommt es halt auf Wunder, ob ich jetzt einen Tag oder zwei Tage. Achso, nein, genau, mein Poncho nehme ich immer mit. Aber da habe ich jetzt das Zelt gemacht. Dann habe ich einen frischen Tag, aber dann habe ich auch immer noch im Rucksack drin. Also das ist das, was ich wirklich, wirklich immer bei mir habe. Und wie gesagt, also da hinten ist das Zelt, ein Poncho, den habe ich auch immer bei mir.